Heute gibt es den zweiten Teil von Menschen und Lebensstile in Polen. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es den zweiten Teil von Menschen und Lebensstile in Polen. Und wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, sollte das vorher auf jeden Fall nochmal machen. Das Video findet ihr dann in den Kommentaren oder in der Videobeschreibung. Dann will ich euch jetzt auch nicht länger aufhalten und nehme euch direkt mit bei mir auf meinen Bildschirm. So, jetzt müsstet ihr eigentlich meinen Bildschirm sehen können. Und ja, genau, wir sind jetzt wieder auf der Seite info-polen.com und ja, das sind hier auch schon die Themen, die wir hier vorher bearbeitet haben. Wo sind wir stehen geblieben? Ich glaube, hier, genau. Die Familie geht über alles. Wie Meinungsumfragen seit Jahren zeigen, ist in Polen von allen Werten ein harmonisches Familienleben am wichtigsten. Mit seiner Scheidungsrate liegt Polen im Europavergleich weit hinten, was mit Sicherheit auf die große Bedeutung der Religion im Leben der Polen zu tun hat. Ja, das kann ich hier auf jeden Fall bestätigen, was hier drin steht in diesem Punkt. Es ist in der Tat so, dass in Polen die Scheidungsrate wesentlich niedriger ist wie in anderen Teilen Europas und die Kirche oder beziehungsweise die Religion wird da auch seine Finger mit im Spiel haben. Hier war sogar mal eine Zeit lang oder hier wurden sogar mal eine Zeit lang Plakate aufgehangen. Ich meine, die wurden sogar auch von der Kirche finanziert, wo dann auch nochmal verdeutlicht wurde, dass die Scheidungsrate ja niedriger ist bei Menschen, die regelmäßig in die Kirche gehen. Ich versuche mal die Plakate irgendwo im Internet zu finden, da blende ich die ein. Die werden allerdings auf Polnisch sein, da könnt ihr das Video pausieren, euch das, den Text irgendwie übersetzen oder sonst irgendwie sowas. Ja, aber das ist schon richtig, würde ich jetzt auch mal so bestätigen. Aber nicht nur damit. Allen Polen ist ein harmonisches Familienleben mehr wert als Geld und ihre berufliche Stellung. Ja, da würde ich jetzt sogar teilweise recht geben. Also den Polen ist wirklich ein harmonisches Familienleben sehr, sehr viel wert. Und hier steht jetzt auch Mehrwert als Geld und ihre berufliche Stellung. Ja, also da muss man jetzt hier wirklich von zwei Seiten schauen. Es ist, oder ich sag mal so, es ist ja auch kein Geheimnis, dass viele Polen ins Ausland gehen, um Geld zu verdienen, weil die dort auch eine, ja, vielleicht eine berufliche, bessere Aussicht haben. Ich würde das jetzt hier aber auch nicht so jetzt hinstellen und sagen, okay, die verlassen jetzt die Familie, um ein besseres, bessere berufliche Stellung zu haben. Die machen das ja im Endeffekt ja auch, im Ausland zu gehen. Die bilden sich da teilweise weiter, lernen auch die Sprache, sammeln Geld oder sparen Geld, um auch später nach Polen wieder zurückzukommen. Das machen sehr, sehr viele Polen, um auch hier danach in Polen weiter ein besseres Leben führen zu können. Also deswegen würde ich sagen, ja, die Aussage würde ich jetzt auf jeden Fall teilweise bestätigen. Im Gespräch mit ihnen kann man den Eindruck bekommen, dass die polnische Familie ungewöhnlich groß ist. Das wäre aber ein großer Irrtum. In der Alltagssprache sagt man auch zur Schwägerin und Cousine Schwester, nennt den Cousin Bruder und bezeichnet Onkel und Tante als Freund des Hauses. Das häufigste Familienmodell ist 2 plus 2, wobei gewissenhafte Statistiker schon von 2 plus 1,5 sprechen. Ja, also das ist hier auch wirklich eine Tatsache. Hier wird der Cousin und Cousine Bruder und Schwester genannt. Am Anfang war ich hier sogar ein bisschen irritiert, wo mir meine Frau von ihren Geschwistern erzählt hat. Und ich habe sie irgendwann mal gefragt, wie viele Geschwister sie eigentlich hat. Und dann hat sie mir das halt alles erklärt. Ne? Und da war mir das dann auch klar, aber das ist richtig. Hier wird Cousin und Cousine Bruder und Schwester genannt. Und ja, das ist hier auch richtig. Mittlerweile ist der Durchschnitt bei einer polnischen Familie 1,5 Kinder. Ja, das ist so derzeit der Durchschnitt. Das ist sehr, sehr, sehr runtergegangen. Ich glaube, wenn man jetzt so eine Statistik schaut, wie das vor 70 Jahren war der Durchschnitt hier ungefähr, ich glaube, 4 oder 5 Kinder pro Familie. Mittlerweile wird es ja immer weniger. Aber ich denke, das ist nicht nur in Polen so. Das ist in den meisten Ländern Europas, sage ich ganz deutlich, Europas so. Proportional zum Rückgang des natürlichen Wachstums steigt die Zahl der vierbeinigen Haushaltsmitglieder. Man findet heute kaum noch einen Haushalt ohne Hund, Katze, Schildkröte, Kaninchen, Dackel oder weiße Mäuse. Kann sein, also wir persönlich bei uns, wir haben jetzt hier
kein Haustier. Ich kenne sehr viele Leute hier, die Haustiere haben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt in Verbindung setzen würde mit der Kindesrate. Da wäre ich jetzt ganz, ganz vorsichtig mit so einer Aussage. Aber ich würde jetzt auch mal im Allgemeinen behaupten, dass überhaupt Vierbeiner oder im Allgemeinen Haustiere immer mehr an Popularität gewinnen. Und nicht nur in Polen, ich würde sagen sogar in ganz Europa, wenn nicht sogar weltweit. Ne? Also das stimmt, fast jedes Kind hat irgendwie mal ein Hamster oder Meerschweinchen gehabt oder Kaninchen oder ich weiß nicht was. Also deswegen würde ich jetzt hier vielleicht sagen, ja, okay, mag sein. Nächstes Thema, Erholung. Einer der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen ist der Spaziergang mit dem Hund. Immer öfter treiben die Polen auch Sport. Modern sind Radfahren, Fitnesstraining, Bowling oder Inlineskating. Populär ist nur noch das Fernsehen, womit die Polen im Schnitt täglich 4 Stunden verbringen. Ja, also das ist richtig. Sport ist hier in Polen sehr populär. Was sie hier auch sehr oft machen, ist in Polen, die bauen in Parks sowas wie so kleine Fitnessgeräte, wo man wirklich dann trainieren kann. Und man sieht dann da auch manchmal junge Menschen, manchmal ältere Menschen. Das sind dann irgendwie, weiß ich nicht, da kann man. Also das sind im Prinzip fast solche Geräte wie im Fitnessstudio, natürlich nicht so professionell ausgebaut. Das ist wirklich, um sich, ich sage jetzt mal, sich fit zu halten. Ne? Da, also ist eigentlich ganz, ganz toll. Also da würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass die Polen viel Sport treiben. Aber jetzt hier sowas wie Inline-Skating, muss ich sagen, habe ich hier ehrlich gesagt so jetzt noch nie wirklich gesehen, dass hier jemand Inline-Skating oder Inline-Skating war. Vielleicht hier und da mal irgendwie ein Kind, aber ja, also ist zumindest so mein Eindruck. Und dass die Polen viel Fernsehen gucken, zumindest die ältere Generation würde ich jetzt auch sagen, das sind die sitzen schon viel vorm Fernseher. Ja, also das würde ich jetzt hier auch zumindest teilweise hier bestätigen. In den letzten Jahren haben sich sogar Ausflüge in Einkaufs- und Vergnügungszentren zu einer der beliebtesten Freizeitaktivitäten entwickelt. Ausländern sind hier jedoch nicht zu empfehlen, weil sich diese Großmärkte in nichts von denen in der EU oder in den USA unterscheiden. Man könnte ja ins Kino gehen. Ja, also im Prinzip richtig. Einkaufsmärkte, große Einkaufsmärkte. Also von innen sind die wirklich so wie in Deutschland oder anderen Teilen Europas. Da tut sich wirklich nicht sehr viel. Aber ich weiß, was hier gemeint ist, dass die Ausflüge in Einkaufs- und Vergnügungszentren immer beliebter wird, kann ich nachvollziehen. Zum Beispiel, ich mache das auch hin und wieder, was aber vielleicht auch einen Grund hat. Hier in Łódź, wo ich wohne, haben wir das größte Einkaufszentrum aus ganz Polen. Und es ist auch in der Tat so, dass auf dem Platz der Manufaktura, was das größte Einkaufszentrum ist, manchmal einfach irgendwelche Ausstellungen sind. Manchmal hat man im Sommer dort eine Beachbar, im Winter hat man dort eine Eislaufbahn. In der Manufaktura drinnen sind auch manchmal irgendwelche Ausstellungen von Autos oder irgendwie eine Modenschau oder so. Und ja, das kann man dann nicht nur als, ach, lass uns mal durch die Geschäfte gehen, nehmen. Das kann man dann wirklich vielleicht auch so nehmen. Ach, lass uns mal hingehen, schauen wir mal, was dort los ist. Dann gehen wir vielleicht nur ins Restaurant. Man hat auch wirklich en masse an Restaurants, Küche aller Nationalitäten wirklich dort. Und deswegen, ja, würde ich sagen, okay, das ist richtig. Aber dass man das jetzt nicht Ausländern empfehlen würde, weiß ich nicht. Also das finde ich ist schon ein bisschen überspitzt. Ich finde, ein Ausländer kann sich das genauso anschauen. Ne? Also finde ich, spricht jetzt nichts dagegen. Eine gute Empfehlung sind die Theater- und Konzertsäle. Doch Vorsicht, die Polen betrachten zum Beispiel einen Theaterbesuch als ein außergewöhnliches Ereignis, weshalb sie sich dafür elegant kleiden, sofern es sich nicht um eine Avantgarde-Theater handelt. Entschuldigung, wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe. Wenn ich unangenehm auffallen will, sollte besser nicht im T-Shirt und in zerrissenen Jeans ins Theater kommen. Für einen Gang in die Stadt ist so ein Outfit allerdings ideal. Ja, sorry, also das ist jetzt hier ein bisschen alles überspitzt dargestellt. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Pole sagt, ein Theatergang oder wenn man jetzt ins Konzert geht, wow, das ist jetzt ein super Ereignis. Der Pole im Allgemeinen zieht sich schon sehr elegant an, wenn er irgendwo rausgeht, das ist richtig. Für meinen persönlichen Geschmack ein bisschen overdressed. Die sind dann wirklich schon mit Lackschuhe, Anzug, teilweise Krawatte und so weiter. Aber das ist hier für die Polen hier ganz normal und die haben mit zerrissenen Klamotten, aber sollte man auch nicht in Deutschland oder woanders machen. Also wenn man schon irgendwo rausgeht, ne? Man geht ja nicht jeden Tag
ins Theater oder sonst irgendwo, ne? Dann zieht man sich ja schon zumindest mal vernünftig an, ne? Hier auch noch eine Sache, womit ich mich hier überhaupt nicht anfreunden kann, ist hier, man sollte nicht besser mit T-Shirt und zerrissenen Jeans ins Theater kommen. Für einen Gang in die Stadt ist aber so ein Outfit ideal. Also das hört sich ja so an, als ob man hier in Polen in die Stadt mit einem zerrissenen Klamotten gehen kann oder so. Weiß nicht, also so würde ich das jetzt empfinden. Also das ist hier schon sehr, sehr überspitzt dargestellt, meiner Meinung nach. Also ich denke, ihr wisst, was ich sagen möchte. Ihr könnt mir aber auch mal vielleicht mal in den Kommentaren hinterlassen, was ihr davon hält, was hier geschrieben wird. Vielleicht liege ich ja auch falsch, vielleicht ist auch mein Denken falsch oder einfach anders. Ihr könnt mir das auf jeden Fall mal in den Kommentaren hinterlassen. Würde mich mal interessieren, wie ihr selber darüber denkt. Unterwegs. In Polen gibt es weniger Autos als im Westen. Um jedoch in allen größeren Städten Staus zu vermeiden, reichen sie allemal. Deshalb sollte man für einen Ausflug ins Grüne genug Geduld mitbringen, besonders weil die Straßen immer stärker verstopft sind. Man muss sich an eine große Zahl von Lastzügen auf den nicht allzu breiten Straßen gewöhnen, denn fast jeder LKW, der zwischen Ost- und Westeuropa verkehrt, fährt durch Polen. Für die eigene Sicherheit ist es besser, keine Wettrennen mit ihnen zu veranstalten und schon bei der Reiseplanung zu berücksichtigen, dass man langsamer als auf den Straßen der EU fährt. Ja, also polnische Straßen sind in der Tat wirklich enger wie im Vergleich jetzt, sage ich mal, zu Deutschland. Hat aber auch was damit zu tun, dass in Polen allgemein sehr viele Sachen enger bebaut sind. Die Parkplätze meiner Meinung nach oder meinem Empfinden nach sind auch kleiner. Es ist auch richtig, dass nicht jede Autobahn hier drei- oder vierspurig ist, was dann schon in Deutschland ein bisschen mehr ist. Im Allgemeinen die Infrastruktur in Polen ist weniger wie in Deutschland. Ihr könnt ja mal als Beispiel mal auf Google Maps gehen und dann könnt ihr mal die Deutschlandkarte euch anschauen und dann nehmt die Polenkarte und dann könnt ihr anhand der gelben Linien zum Beispiel sehen, wie viele Autobahnen es in Deutschland gibt und wie viele es in Polen gibt. Und das ist vielleicht auch einfach mit einem Grund, warum hier mehr Staus sind, weil hier einfach auch die Straßen nicht oder die Infrastruktur, sage ich jetzt besser, nicht so stark oder nicht so gut ausgebaut ist, zum Beispiel jetzt wie in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Ländern Europas aussieht, da kann ich nicht wirklich viel zu sagen. Ich denke mal, umso mehr man in den Osten geht, wird das noch schlimmer. Aber ja, Deutschland und Polen, da muss man sagen, hat schon Deutschland die besseren Straßen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wer die vorgeschriebene Geschwindigkeit überschreitet, muss ohnehin damit rechnen, mit einer der zahlreichen Polizeipatrouillen in Kontakt zu kommen. Die Strafzettel sind sehr teuer und können die Reisekosten nach Polen erheblich steigern. Ich finde nicht, dass es hier viele Polizeipatrouillen gibt. Ich gebe jetzt auch mal ganz ehrlich zu, hier in Łódź, in den vier oder fast vier Jahren, wo ich hier lebe, habe ich vielleicht eine Handvoll mal hier wirklich Polizisten gesehen, die irgendwo am Straßenrand stehen und am Blitzen sind. Das sehe ich hier sehr, sehr, sehr selten. In Deutschland hat man ja wirklich diese ganzen Blitzer-Marathons und so weiter. Also das würde ich jetzt nicht bestätigen. Auch sind die Strafzettel nicht teurer wie in Deutschland, sage ich jetzt. Ich wurde mal an der Grenze zwischen Polen und Deutschland geblitzt, an der Grenze Świerczko-Frankfurt-Oder. Da hatte ich, weiß nicht, knapp 30 zu viel an der Grenze und da habe ich, ich glaube, 140 Zloty bezahlt, was circa 30, 32 Euro sind. In Polen wurde ich mit, in Deutschland wurde ich mit knapp 30 zu viel geblitzt und da hatte ich eine Strafe von, ich glaube, 140 Euro. Und einen Punkt in Flensburg habe ich gekriegt, genau. Ist aber auch schon etwas länger her, aber daher, deswegen würde ich sagen, klar, also die Strafen sind hier auch, man sollte das jetzt auch nicht irgendwie auf die leichte Schulter nehmen. Sowieso sollte man vorsichtig fahren, das ist sowieso ganz wichtig. Zwischen den größten Städten verkehrt schneller Intercity- und Eurocity-Züge. Es lohnt sich also abzuwägen, ob man 4 bis 5 Stunden im Auto verbringen will, wo man doch die gleiche Strecke mit dem Zug in der Hälfte der Stadt schaffen kann. Das ist besonders am Wochenende wichtig, wo die Abreise und besonders die Rückkehr in die Stadt wegen der Staus wirklich lange dauern kann. Wenn man unterwegs Hunger bekommt, kann man sich außerdem in eins der zahlreichen Restaurants setzen. Allerdings ist die hausgemachte polnische Küche durch nichts zu ersetzen. Ja, würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen, kann ich jetzt auch nichts hinzufügen. Diät. Viele Polen kochen das Mittagessen zu Hause. Sie sagen, man könne kein Restaurant mit dem vergleichen, was ihren Händen gelinge. Wie aus Statistik
Statistiken hervorgeht, sind die Polinnen ständig beim Abnehmen, weshalb sie vor dem Auftragen der Speisen gerne über ihre Diät erzählen. Dabei sollte man ihnen freundlich zuhören, nicken und geduldig auf die von ihnen zubereitete Delikatesse warten. Abnehmen bedeutet im polnischen Verständnis nicht etwa, dass man am Essen spart. Das Frühstück ist ganz anständig, das Mittagbrot wird gewöhnlich nach der Heimkehr von der Arbeit gegessen und ist noch deftiger, nur das Abendbrot ist etwas bescheidener. Vorausgesetzt, dass keine Gäste eingeladen wurden. Dann nämlich gilt das Prinzip, dass sich die Gäste von allen Lebensmitteln bedienen können, die im Hause sind. Ja, das ist richtig, Polen sind sehr, sehr gastfreundlich, also den letzten Satz, den kann ich voll unterschreiben. Aber was hier steht, dass hier die Polinnen immer von Diät reden, also das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ich habe eher so das Gegenteil kennengelernt, dass wenn man beim Auftischen sagt, ja, ich bin jetzt auf Diät und ich möchte nicht viel essen, dann winken die mit der Hand weg und sagen, das ist gutes Essen, man soll essen. Nee, also den letzten Satz würde ich jetzt unterschreiben, aber alles, was hier davor steht, da würde ich nicht ganz so nehmen, wie es hier steht. Reich gedeckter Tisch. In Frankreich kann man nicht alle Käsesorten aufzählen und in Polen nicht das, was es an Wurst und Aufschnitt gibt. Ja, das stimmt. Hier gibt es sehr viel Wurst. In letzter Zeit hat sich unter den fleischessenden Polen das Grillen zu einer modernen Form des Festmahls entwickelt. Fleisch wird fast überall gebraten. Auf den Wochenendgrundstück, im Garten, auf den Rasen, vorm Haus und manchmal sogar auf dem Balkon. Also wenn ich jetzt hier lese, auf dem Balkon, also hier in Polen herrschen genau die gleichen Regeln wie in Deutschland. Holzkohle ist auf dem Balkon verboten und hier hält sich auch jeder dran. Zumindest habe ich noch nie erlebt, dass jemand auf dem Balkon hier gegrillt hat. Ob mit Elektrogrill oder Holzkohle, überhaupt nicht. Garten, das stimmt, da grillt hier fast jeder. Hier haben wir auch in Polen Grillplätze, extra Grillplätze, die sind aufgestellt, wo ein Grill steht oder mehrere Grills. Ist auch teilweise ein Holzpavillon. Kann man das sagen, Holzpavillon? Zumindest ein überdachter Bereich, wo man dann auch sitzen kann und grillen kann. Kostet auch gar nichts, kann man wirklich hingehen, sich hinsetzen und einfach grillen. Ne? Besondere Anlässe, zum Beispiel wenn ein ausländischer Gast zu Besuch kommt, erfordern jedoch die Vorbereitungen aufwendiger Gerichte, die man nirgendwo anders findet. Nach Polen zu kommen, ohne dass aus Sauerkraut, Kohl und verschiedenen Sorten gehacktes Fleisch zubereitetes Bigos zu kosten, das wäre wie ein Paris-Besuch ohne Eiffelturm-Besteigung. Ja, also ich war schon mal in Paris und ich habe den Eiffelturm nicht bestiegen, deswegen, wie schon vorher auch erwähnt, also der Pole ist ja sehr gastfreundlich und natürlich, also ich würde jetzt sagen nicht, oh, der Ausländer kommt, jetzt müssen wir schnell irgendetwas Besonderes zaubern. Der Pole, der macht das, was er kann. Polen haben eine gute Küche und ja, genau, also so würde ich das jetzt sagen. Also das ist ja auch wieder ein bisschen überspitzt dargestellt, meiner Meinung nach zumindest. Ne? Eins war Bigos, ein Gericht der Jäger, das man nach der Jagd reichte. Heutzutage kann es jeder bekommen. Die Traditionalisten, die außer den Spezialitäten aus der eigenen Küche nicht zu sich nehmen wollen, können völlig bedenkenlos nach Polen reisen. Hier werden sich leicht Restaurants finden, die japanische Sushi, mexikanische Taco, amerikanische Beefsteaks und griechische Salate servieren. Einzige Ausnahme sind Meeresfrüchte, die auf die Mehrheit der Polen nicht steht. Bei einem Besuch in den Bergen sollte man unbedingt den Schafskäse aus Zippek probieren, den es in dieser Art an keinen anderen Ort der Welt gibt. Er hat die Form von zwei miteinander verbundenen Kegeln und weil für die Bergbewohner neben der Qualität auch die Ästhetik zählt, sind diese Käsestückchen mit schönen Ornamenten verziert. Oszipek ist nicht nur eine Köstlichkeit, sondern auch ein schönes Reiseandenken aus Polen. Genau, in den Bergen kriegt man Oszipek, der aus Schafsmilch auch besteht. Hier, nur bitte Vorsicht, den originalen Oszipek gibt es, meine ich jetzt nur zwischen Mai und Oktober, September. Dann geben wohl Schafe keine Milch mehr, dann gibt es nur noch den Oszipek in Kuhmilch. Da muss man dann aufpassen, wenn man den dann in der Pfanne schmeißt und brät, ja, den kann man dann so braten, dann zerläuft er einfach, weil das dann so wie Käse ist. Also der richtige Oszipek, der ist wirklich nur von Mai bis Oktober, September erhältlich. Wenn ich mich da jetzt gerade mit dem Datum irre, schreibt mir in den Kommentaren bitte, was das richtige Datum ist. Kann auch sein, dass ich mich da jetzt gerade irgendwie ein bisschen irre. Einen machen wir noch. Zum Wohl der Gäste. Bier ist bei Polen viel beliebter als reiner Alkohol. Nein, also das würde ich jetzt nicht sagen.
Auf jeden Fall nicht, nein. Man braucht als Ausländer nicht mehr zu befürchten, dass man unbedingt starken Wodka trinken muss. Auf Partys dominieren Wein und Cocktails. Also nein, also sorry. Ist zumindest meiner Meinung nach, das ist hier totaler Käse, was hier drin steht. Die Polen, die trinken Bier, ist nicht so, dass sie kein Bier trinken, aber hier Wodka hat immer noch oder ist immer noch an erster Stelle, wenn es um Getränke geht. Auch nicht, dass Wein und Cocktails irgendwie dominiert. Also nein, bei Frauen trinken Wein, ja, aber Wodka ist das, was ich hier zumindest gesehen habe, immer an erster Stelle. Und wenn man Bekannten besucht, kann man ruhig darum bitten, den Wodka mit Orangensaft oder Cola zu verdünnen. Das wird niemand komisch finden. Also, da wird jetzt keiner meckern, aber naja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja, genau. Genauso normal ist es, wenn man höflich ablehnt, überhaupt Alkohol zu trinken. Ja, okay, das stimmt. Wenn man sich aber doch für diesen Genuss entscheidet, sollte man sich auf Toast vorbereiten. Der erste kommt gewöhnlich vom Gastgeber auf die Gesundheit meiner Gäste. Wie man sich leicht denken kann, trinken die Gäste dann auf die Gesundheit des Gastgebers. Danach ist der Fantasie schon freien Raum gelassen und man kann auf alles einen Trinkspruch ablassen, was einem in den Sinn kommt. Auf das nächste Zusammensein, auf die gelungene Heimkehr und vor allem auf die Gesundheit der Frauen. Ja, weiß nicht, also ich habe das jetzt hier noch nicht so erlebt, wirklich jetzt, dass jetzt immer beim ersten Mal immer irgendwie ein Toast ausgesprochen wird. Ich denke, man kann es machen, ist aber jetzt meiner Meinung nach nicht gang und gäbe, dass man das hier so machen muss. Ne? Mein Empfinden zumindest. Die Nationalgetränke der Polen sind allerdings keine Drinks, sondern Tee und Kaffee. Kaum hat man als Gast irgendwo die Schwelle überschritten, da wird man schon gefragt, ob man Tee oder Kaffee möchte. Es gibt zwar gefilterten Kaffee. Viele Traditionalisten übergießen jedoch die gemahlenen Bohnen mit kochendem Wasser. Tee wird mit Zucker und Zitrone gereicht, meist in einem Glas. Ja, also das stimmt hier schon. Die Polen trinken, ich würde jetzt sogar sagen, mehr Tee wie Kaffee. Das ist richtig. Man wird sofort, wenn man irgendwo reinkommt, wird einem in der Regel sehr oft immer Tee oder Kaffee auch angeboten. Genau, ja, man kann es mit Zucker und Zitrone trinken, ist jetzt aber nicht ein Muss, es wird ganz normal angeboten. Und ja, das kenne ich hier auch noch, dass hier einfach nur die gemahlenen Bohnen mit kochendem Wasser übergossen wird. Dann wartet man irgendwie ein paar Minuten, bis der ganze Prütt, sage ich das jetzt mal, der Prütt unten ist. Und dann kann man den trinken und man muss nur vorsichtig sein, wenn man am Schluss trinkt, dass einen diese ganzen, dass einen der Kaffeeprütt einfach nicht in den Mund fliegt. Ne? Ich würde sagen, das ist jetzt schon der zweite Teil der ganzen Reihe. Wir machen demnächst den dritten Teil. Wie gesagt, ich versuche das lieber so in ein paar Schritte zu machen, dann, ja, weil es uns einfach zu lang wird, diese ganzen Videos. Man sieht ja, wir sind hier schon über 20 Minuten und ja, genau. Ne, dann gehen wir hier demnächst die anderen Schritte hier durch. Ich denke, das wird dann auch demnächst der dritte und letzte Teil sein. Ich hoffe, der zweite Teil hat dir gefallen. Wenn es irgendwelche Sachen gibt, wo du nicht ganz über mit einstimmst, lass es mich mal bitte in den Kommentaren wissen. Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Ansonsten danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!